Ich war bei Johnny Rockets im Luxor Hotel Las Vegas, einer Burgerkette bekannt für ihren weiß-roten Diner-Style und die tanzende Bedienung. Zu essen gab es für mich einen Bacon-Cheeseburger mit Pommes für $20 und dazu kam noch Tax. Der Preis ist wohl der Lage geschuldet, es war jedoch 12:30 nachts und wir wollten nicht mehr raus. Auf dem Burger haben wir eine 150 Gramm Angus Beef Patty, Cheddar Cheese, Baconstreifen, Tomate, Salat, Zwiebeln und eine Special Sauce, wahrscheinlich ein Ketchup-Mayo-Mix. Vorneweg, der Burger war gut, allerdings nicht überragend. Ich muss zugeben, er sieht deutlich schmackhafter aus, als er war. Keine Frage, das Brötchen war fluffig, der Käse gut zerlaufen und der Bacon schön knusprig. Das Fleisch war gut, angemessen gewürzt, aber wahrscheinlich etwas zu durch, weshalb das Ganze nicht ganz so saftig war. Die Tomate hat es aber nochmal ein wenig gerettet. Die Soße war recht neutral und wie ihr seht, war hier auch eine ordentliche Menge Salat drauf, die nicht unbedingt hätte sein müssen, da sie vieles vom Geschmack einfach übertönt hat. Zum Glück hat der Bacon noch etwas von der salzigen Würze hinzugegeben, sonst wäre es weniger gewesen. Jetzt vergebe ich immerhin noch 7,5 von 10. Pommes waren halt Standard, recht dünn, dadurch knusprig und gut gesalzen. Ich vergebe 8 von 10.